So, dann wollen wir doch da einfach mal hoch. Ach, da hätte ich auch hochgekonnt. Cool. Was gibt's denn hier? Hallo? Ach so. Das war jetzt schon alles. Das ist ja gigantisch. Also. Da hinten ist ein Gitter. Da hinten sind die Erze. Aber wo kam denn jetzt diese doofen Fingerabdrücke? Ja, sag mal, spinne ich den jetzt? Gehe ich nochmal hier oben gucken, nicht, dass ich da was vergessen hatte. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Sehr gut. Da muss ich mal gucken, wie komme ich denn da hinten hin? Da kann ich dann... Da muss ich dann... Hier so lang am besten. Da sind ganz viele... Ach, da ist eine Tür. Oh, cool. Hi. Das ist wieder kryptografischer Sequenzer-Spaß. So rum heißt es. Das sieht gut aus. Das war die 1. Die 2. Das war einfach. Und die 3. Ja, das ist mittlerweile nicht mehr ganz so... Och! Ich habe eine Tür gefunden. Ist das... da der Weg, wo ich lang muss? Scheint so. Aber ich möchte gerne noch... Da hinten habe ich doch das eine... Gitter gesehen. Da würde ich gerne hoch. Alter, bloß, ich komme da gar nicht hoch von hier. Ja, halt doch die Klappe mit, da will gar keiner reden. Dann... Zack, zack. Gehen wir nochmal nach hier. Aha, nee, ich kann... Halt. Ach so. Ich kann dann einfach hier rüber denken. Ich kann ja einfach runterfallen. Hoppala. Sehr. Dann sind hier hinten bestimmt wieder nur eine Riddler-Trophäe. Weil da hinten scheint ja der richtige Gang zu sein, deswegen... So, Kopf einziehen und dab da durch. Hallo? Hallo? Nein, das war Simon. Detektivmodus bringt uns nichts. Ja, dann gehen wir doch mal ein Stück hoch. Mann, Stefan, wo komme ich denn jetzt schon wieder hin hier? Darüber. Ach so, wäre ich zum Beispiel auch richtig cool in den Raum gekommen, ohne dass mich der Kollege gesehen hätte. Jetzt verstehe ich. Aber müsste hier nicht auch noch irgendwie... Da ist immer noch dieses... Aber das ist eigentlich nicht in diesem Raum, das ist mehr hier unten so. Tada. Dann wäre ich da gewesen... Hip. Irgendwas von einem Hund hieß es doch da. Nein, das ist falsch. Das muss aber... Ja, was soll's. Ich gehe jetzt einfach da hinten durch diesen Gang, den ich da aufgemacht habe und gut ist. Sonst dauert das hier wieder alles so ewig in 3 Tagen und das muss ja nicht sein. Wer unser Geheimlabor entdeckt hat. Da du schon so weit gekommen bist, zeige ich dir, was ich für Mist habe. Ich hab's doch geahnt. Ich hab es geahnt. Das tut weh. Ja, klar. Joker macht sich wieder dünner. Und ich... guck dumm aus der Wäsche. Ich lasse jetzt einfach mal beide schön hier gegen eine Wand rennen. Die werden nachher mit diesen Kesseln da werfen oder was auch immer das ist. So, komm ran.
Ah, die werfen sich sogar, rennen sich sogar gegenseitig über den Haufen. Ich möchte aber ungern in diese Schwinger reinkommen, deswegen entfernen wir uns mal sehr elegant. Los, wer möchte? Komm! So. Der da. Wow, Schwinger! Wachen, Wachen, Schwinger, Schwinger, Wachen. Ah, das war voll. Uiuiui. Ui, ui. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Komm her, komm her. Ja, doch keine Wache. Warum wollt ihr mal Wachen werfen? Ja, hier hin. Kommt jetzt einer. Wer von euch möchte mich umrennen? Und zack, aus dem Weg. Er rennt mit dem Kopf gegen die Wand. Er rennt auch mit dem Kopf gegen die Wand. Und jetzt wollen wir uns ihn vielleicht mal schnappen. Yeah. Nein, nein, geh doch da lang, geh doch da lang. Ja, ja, sehr schön. Hau ihn kaputt. Hau doch drauf da. Hau, nein. Und sehr gut. Wenn wir also drauf springen, wenn einer am Boden liegt, können wir den irgendwie steuern und damit den anderen über den Haufen. Jetzt wirft er schon wieder mit einer Wache, ey. Ich krieg zu viel. Gut, das hat er den einen über den Haufen gerannt. Wollen wir mal kurz. Können wir da drauf hauen? Nein, nein, geh weg, geh weg, geh weg. Übertreib's nicht, übertreib's nicht. So, dann wird's halt ein etwas längerer Kampf, aber. What the fuck? Nein, 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 wir gehen hier weg, wir gehen hier weg. Das mag ich so gar nicht, das mag ich überhaupt nicht so. Jetzt werfen wir wieder eine. Nein, der eine macht da hinten seinen Schwinger und. Ei, gibt dem anderen richtig gut mit. Toll. Das hat's vollgebracht, mein Freund. Ja, komm, wer möchte? Möchtest. Au, verdammt! Wir möchten da hinten. Wir möchten da hinten auf den da. Los, los, los. Greif ihn dir. Sehr gut. Und jetzt, lauf vor. Und keul den anderen um. Bam. Keul ihn um. Keul ihn um. Bam. Komm, komm. Gib ihm. Nein, und wieder abgeworfen. Also wieder in Deckung gehen. Da hinten könnten wir jetzt aber, wenn wir das schaffen. Da, wir sind drauf, sehr gut. Dann können wir jetzt dem anderen wieder ein paar mitgeben. Bam, bam. So, und jetzt gehen wir in Deckung. Weil wir jetzt die Freddys wieder gegen die Wand laufen lassen. So, da kommt Nummer 1. Jetzt machen die wieder ihre wilden Hupala-Schwinger. Wo wir nichts mit zu tun haben wollen. Also wir lassen sie gegen die Wand laufen, bis sie quasi gestunt sind und dann. Nein, Schwinger, der schwingt bestimmt, der schwingt bestimmt. Oh, der wirft eine Wache. Uiuiui. Alter Schwede, ey. Komm her, komm. Was war das denn? Boah, voll der Move über ihn drüber, ey. Es ist ja. Also der Weiße ist eigentlich schon hin, so wie es aussieht. Den schnappen wir. What the fuck, what the fuck? Aha. Immer schön. Autsch, das hat voll gesessen. Au, der hat auch voll gesessen, aber da können wir aufsteigen. Komm. Nein, nein, nein. Spring doch weg, Mann. Irgendwie lädt er sich jetzt gleich zu stark auf und dann spring in die Richtung. Und Knüppel drauf, Knüppel drauf, komm, Knüppel drauf. Die müssen wahrscheinlich beide gleichzeitig K.O. sein. Aber das kriegen wir nicht hin. Also wir müssen die gegen die Wand laufen lassen und dann wirklich ein bisschen drauf kloppen. So. Das müsste theoretisch gesehen der
Schwarze herkommen. Aber der rennt immer gegen den anderen, deswegen kriegen wir den nicht K.O. Jetzt kriegen wir K.O. Ah, ein Traum. Au, au. War das vielleicht auch gut? Ich weiß das gar nicht. Ah! Oh nein, der Schwinger kommt. So, wer von euch möchte jetzt? Du kannst da haben. Au, voll reingesprungen. Das war natürlich jetzt eine dumme Aktion. Und jetzt steht der Schwarze hinter ihm. Komm noch einmal, komm noch einmal. Sehr gut. Den kriegen wir jetzt, glaube ich, kaputt. Hätte ich den anderen auch schon eher kaputt kriegen können. Ich hätte nur einfach mal... Ah, ich bin so hohl, ey. Das ist echt unglaublich. So, jetzt komm, jetzt machen wir den aber tot. Schwupp. Jetzt stößt er sich das Birnchen. Geht in die Knie. Kriegt von uns jetzt hier richtig links, rechts, oben, unten. Bam. Und roms. So. Herzlichen Glückwunsch. Sie haben Gegner besiegt. Das hat doch fast nicht gedauert. Die Produktionsstätte zerstört, aber Joker ist mit genug Titan entkommen, um uns Probleme zu bereiten. Ja, wie immer. Aber man denkt, dass es nicht schlimmer kommen kann. Sie haben eine Venom-Pflanzenhybride benutzt, um den Titanstamm zu erschaffen. Die Pflanze ist der Schlüssel und es gibt nur einen auf Arkham Island, der mir helfen kann. Wieso denkst du, dass Ivy dir helfen wird? Wenn ihre Pflanzen in Gefahr sind, hört sie zu. Ich habe eine Probe ihrer Pheromonmerkmale gespeichert. Sie wird irgendwo im Garten sein. Ich finde sie. So, das erste. Upgrades. Ich mache einfach diese Kampf-Upgrades hier. Spezial-Combo-Boost. Nach dem Erreichen einer fünffachen statt einer achtfachen Combo können Spezial-Combo-Moves eingesetzt. Das ist ja natürlich ziemlich geil, weil ich eh keine langen Combo-Ketten hinkriege. Und, dann ist das schon nach 5 statt nach 8. Das ist ziemlich geil. Das werden wir so schon mal nehmen. Jetzt ist unser Missionsziel. Synthetisiere ein Antititanpräparat. Finde Poison Ivy mit Hilfe ihrer Pheromonspur. Ja. Ob die uns so hilft? Ich weiß nicht, bin mir da jetzt noch nicht so sicher. Ich halte die eigentlich immer für eine ziemlich fiese. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte ein bisschen Bammel vor der, aber wenn die uns jetzt helfen sollte, wäre das natürlich cool. Was ist das denn da? Offensichtlich nichts Tolles. Komme ich denn da irgendwie hoch? Ist da ein Gang oder so? Nein, darf ich nicht. Na, dann gehen wir jetzt ein. In welche Richtung muss ich denn jetzt überhaupt? Was steht da? 9%? 10%? Ja. Kann ich kryptografisch sequenzen das Ganze? Das sieht gut aus. Da war's doch schon. Ach, von da kam ich ja. Etwas, um über diese Schlucht zu kommen. Wie wär's mit deiner... Was machst du da? Mit deiner coolen Klaue, die du hast? Da hinten ist so ein Arkham-Rätsel. Was passiert? Ach so, ha, super. Das hat er also gemacht. Au. Was ist das? Was ist das? Leertaste zum Benutzen. Was kriegen wir denn jetzt Geiles? Line Launcher. Ermöglicht schnelle Bewegungen zwischen zwei horizontalen Punkten. Reichweite 100 Meter, Fluggeschwindigkeit 13,3 Meter pro Sekunde, Terrakraft 600 Kilogramm. Okay. Danke. Flugding. Man sieht sich. Die 5 ist der Line Launcher. Das finde ich jetzt aber... Wo geht's denn jetzt überhaupt da hinten hin? Offensichtlich geht's da nirgendwo hin, oder? Durch diesen Fahrstuhlschacht geht's nicht. Ich muss den Weg zurück, den ich gekommen bin. Ja, na gut. Dann nehmen wir mal den Line Launcher. Oh, da können wir hingehen. Oh, das war Fail. Ja, da hätte ich vielleicht einen exklusiven Batarang für gebraucht. Ah, da hinten kann ich, glaube ich, hin. Kann ich da hinten hin? Das will ich jetzt testen. So, wir wollen da hinten Line launchen. Sehr gut. Das hat geklappt.
dann kann ich jetzt... Da, 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 da. Super. Und dann Line launchen wir jetzt. Also da hinten bringt uns das gar nichts, weil ich das nicht kaputt kriege. Irgendwie. So, dann, da, da, da. Jetzt kann ich eigentlich... Ja, das kann ich jetzt. Ja, unglaublich. Das mag man nicht glauben, was ich alles kann, aber das kann ich jetzt. Gab's da denn irgendwas, was ich noch tun wollte? Wahrscheinlich nicht. In welche Richtung musste ich denn zurückgehen? Die Richtung, denke ich. Wir können ja einfach gucken. Finde Poison Ivy mit Hilfe ihrer Pheromonspende. Ich habe doch gar keine Pheromonen. Doch. Pamela Isley, Pheromonen. Schmerzt dein Kopf, Batman? Verständlich. Du bist keine Konkurrenz für mich. Da oben. Was ist das denn da oben? Aha. Guck, was ich jetzt hier schon wieder alles finde, was ich eigentlich gar nicht finden wollte, wenn ich ehrlich bin. Ich habe da gerade nur das Mannequin gesehen, was da irgendwie eingesponnen war. Das muss ich mir gleich auch nochmal näher angucken. Aber hier haben wir erstmal irgendwas gefunden. Hallo? 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 Wo bin ich denn jetzt gelandet? Ja, komm. Ja, da ist doch keiner. Jetzt brauchst du... Bei manchen Gittern, die trampelt er da raus wie so ein Hornochse. Und dann bei anderen, da ist er wieder schön vorsichtig. Ich wollte da mal ranzoomen. Hallo? Zoomst du? Nein. Jetzt zoomst du. Danke. Umgebungsanalyse. Aha. Kellermoth haben wir. Dingenskirchen. Eine Biografie, die wir uns direkt mal kurz anschauen können. Da, Isa. Drury Walker, alias Cameron Van Clear, der ein erfolgloser Kleinkrimineller, war ein erfolgloser Kleinkrimineller, der in die Rolle des Superschurken Kellermoth schlüpft, um den Gangstern von Gotham City seine Dienste anzubieten. Trotz seiner Kokonwaffe und anderer ausgeklügelter Hilfsmittel muss er sich Batman allerdings in schöner Regelmäßigkeit geschlagen geben. Also, er würde gerne, kann aber nicht, schon schade. Also, Drury Walker oder Cameron Van Clear, Berufsverbrecher aus Gotham, Augenbrauen, Haare braun, in Größe 1,75, 70 Kilo schwer, taucht das erste Mal 51 März in dem 63er Batman auf, ruhmsüchtiger Verkleidungskünstler, hat man sich auch was Schöneres aussuchen können, geschickter Erfinder, will aus einem Gefühl der Unsicherheit und eigenen Unzulänglichkeiten heraus mit seinen Verbrechern Berühmtheit erlangen. Ja, gut, ich meine, wenn er Spaß dran hat, dann soll er das tun.